von 2021 am 15.12. Da gab es die Regierungserklärung vom Bundeskanzler Olaf Scholz, eine Stunde lang ungefähr. Und danach gab es entsprechend noch von unterschiedlichen Parlamentariern im Bundestag Antwortreden dazu. Und jetzt schaut mal ganz kurz, was Alice Weidel hier genau bei Minute 2:39 sagt über genau das aktuelle Thema, was heute jetzt 2 Jahre später zu dieser Verfassungs- und Staatskrise in Deutschland geführt hat. Herr Lindner, von der Umfallerpartei FDP, der in ferner Vergangenheit gern und viel von soliden Staatsfinanzen sprach und versprach, liegt als erstes ein Nachtragshaushalt von 60 Milliarden Schulden vor. Als Notar der kommenden grün-roten Ausgabenorgien zweckentfremdet der Bundesfinanzminister also überdimensionierte Kreditermächtigungen seines Vorgängers und des Bundeskanzlers, um künftig noch mehr Geld für grüne Klimaschutz und Energiewende, Planwirtschaft verpulvern zu können. Was für ein Start ins Amt mit unseriösen und verfassungsrechtlich bedenklichen Finanztricksereien. Vor 4 Jahren, Herr Lindner, hieß es bei Ihnen noch, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Heute lautete die Devise, Hauptsache in der Regierung sitzen als Steigbügelhalter für grün-linke Projekte und Allmachtsfantasien.